des Spareribs. Ich habe da schon mal ein bisschen was vorbereitet. Die Spareribs sind schon mariniert, beziehungsweise ich habe die gerappt. Habe die also hier von Ankerkraut mal was Neues ausprobiert. Anstelle, dass ich die Spareribs in Apfelsaft oder Apfelschorle halt einlege. Das habe ich mir dieses Mal gespart. Wir nehmen halt, wie gesagt, diesen Wrap. Da liegen die Spareribs jetzt schon seit, naja, gut 24 Stunden drin. Und ich denke mal, das wird auch ein leckeres Aroma. Um das Aroma aber noch weiter zu verfeinern, wollen wir die Spareribs vorher räuchern. Dafür habe ich hier schon mal von Weber die Hickory vorbereitet. Und zwar habe ich die hier schon mal gewässert, damit die nicht so trocken sind. Und die kommen hier gleich in diese Räucherkammer rein, die wir dann auf dem Gasgrill räuchern werden. Des Weiteren habe ich schon ein bisschen Gemüse vorbereitet, ein paar Zwiebeln, ein paar Paprika, die wir dazu benötigen. Dann brauchen wir hier einfach eine Barbecue-Soße, die ist auch immer ein bisschen rauchig. Wir werden die Spareribs im Dutch-Ofen machen, ne, nachdem wir sie angeräuchert haben. Und im Dutch-Ofen werden wir sie dann halt mit Schinkenspeck, also wir werden den Dutch-Ofen mit Schinkenspeck halt auslegen. Die sind jetzt ein bisschen stärker ausgefallen, die Scheiben. Das war eigentlich so nicht geplant, aber gut, der Einkäufer hat da nicht was bei gedacht oder nicht bei gedacht. Gut, dann legen wir mal los. Dann werden wir die Teile gleich mal auf den Gasgrill packen zum Räuchern und dann schauen wir mal weiter. So, um die Spareribs jetzt zuzubereiten, gibt es einen kleinen Auswechsel. Wir werden diese jetzt erstmal auf dem Gasgrill räuchern und dann kommen die hier in den Dutch-Ofen rein. Das ist heute mal ein größerer, das ist ein 12er Dutch-Ofen, weil wir sind nur 5 oder 6 Personen und wir sollen ja auch alle satt werden. Und damit man vernünftig zubereiten kann, ist er halt etwas größer ausgefallen. Er ist diesmal nicht von Petri Max, er ist von Chemchef, aber er ist genauso gut. So, jetzt bereiten wir erst einmal die Räucherchips vor. Indem wir die, also ich habe die jetzt schon bestimmt eine Stunde oder so, habe ich die gewässert, damit die nicht so wegbrennen wie Zunder. Die kommen ja alle schön rein. Und dann hoffen wir mal, dass die ein schönes Aroma abgeben beim Räuchern. So, dann kommt der Deckel drauf, klappt zu, aber tot. Diese Räucherschale platzieren wir direkt auf der Flamme vom Gasgrill, das machen wir ganz gleich an. Wird auch kleinste Stufe, wird das dann da vor sich hin räuchern. Das werden wir aber gleich noch sehen. Ich hoffe, wir kriegen die alle unter. Dann müssen wir vielleicht noch mal zwei so drauf machen. Eins. Wenn wir kleinere, also sind schon ein paar geteilt, das ist aber nicht so schlimm. Und wir haben längere, also große und kleinere Stücken. Den legen wir jetzt hier, das ist ein bisschen sehr klein. Den legen wir oben drauf. Die kleinen Kollegen. Zack. So. Und hier kommen dann die großen Klavierseiten drauf. So, ich habe jetzt, wie gesagt, die Spareribs hier einigermaßen ausgerichtet. Wir machen von dem Gasgrill machen wir nur die linke und die rechte Flamme an, auf kleinster Stufe, dass wir so knapp über 100 Grad erreichen. Und wir werden gleich sehen, dass das wunderbar anfängt mit Räuchern. Aber jetzt sagen wir erstmal für eine Stunde, anderthalb, gut's Nächtle. Die Temperatur überwachen wir einfach über das Thermometer, was hier auf dem Deckel angebracht ist. Eine extra Temperatursonde, denke ich mal, ist da nicht notwendig. Da kommt das 5 Grad mehr oder weniger auch nicht an. So, nach circa einer Viertelstunde kann man eigentlich ganz gut erkennen, wie unser Räucherpaket am Räuchern ist. Es riecht auch schon recht kräftig. Und ja, wir werden jetzt, wie ich das ja eingehend schon sagte, eine Stunde 20 Minuten, je nachdem, wie lange dieses Räucherpaket
ausreicht. Die Spare Ribs jetzt in aller Ruhe räuchern lassen. Die Temperatur liegt circa bei 100 Grad. Das ist quasi die Zieltemperatur, die wir auch erreichen wollten. Also von daher würde ich erstmal sagen, alles im grünen Bereich. So, und um unseren Dutch Ofen gleich vernünftig befeuern zu können, werden wir mal auf althergebrachte Art erstmal die Kohlen abmachen. Wenn das Feuerzeug funktioniert. Aber wie Sie sehen, sehen Sie nichts. So, dann machen wir hier zwei so Anzündedinger. Ich habe jetzt die Kohlen einigermaßen abgezählt, so wie ich die nachher benötige. Das sind 21 Kohlen, die wir benötigen. Und das kann jetzt erstmal 20, 30 Minuten vor sich hinköcheln. Derweilen können wir den Dutch Ofen schon mal vorbereiten, dass wir gleich die Dinger da reinmachen können. Dann wollen wir unseren Dutch Ofen mal vorbereiten. Und zwar, wie ich ja bereits schon sagte, haben wir hier so Speckstreifen. Die sind ein bisschen dicker geworden. Normalerweise sollten die ein kleines bisschen erheblich dünner sein. Aber das ist jetzt nicht schlimm. Die packen wir hier schön rein. Dann werden wir hier eine super kräftige Soße im Nachhinein bekommen, die dann möglicherweise noch für andere Sachen verwendet werden kann. Geniale Soße zu bekommen. Also ein Stündchen Räuchern ist jetzt um. Wir lüften mal das Geheimnis. Die Räucherchips sind quasi durchgeräuchert, da kann ich also nichts mehr räuchern. Die sehen doch schon ganz gut aus, die Kollegen. Und jetzt packen wir die mal schön in den Dutch Ofen. Einen nach dem anderen. Also ich denke mal, für zwei Personen sollte es ausreichen. Das war ein Scherz. Wir sind ja heute zu fünft, glaube ich. Und das sollte für fünf Personen durchaus ausreichen sein. Machen wir die restlichen Zwiebeln und Paprikas hier noch rein. Des Weiteren habe ich mir überlegt, wir machen mal ganz was Verrücktes. Gibt so den einen oder anderen meiner Vorgänger, die das auch so gemacht haben, die haben hier einfach mal so einen Schluck Bier mit reingemacht, was auch immer das bringen soll. Man kriegt vielleicht aber nur so, also ich mache da jetzt nicht viel von rein, ich mache da nur so ein ganz kleines bisschen, um so etwas Flüssigkeit reinzumachen. Und zu guter Letzt kommt noch unsere Barbecue-Soße drauf. Verteile ich jetzt hier so zwischendrin. Ich denke mal, bei dem 12er können wir ruhig ein ganzes Fläschchen nehmen. Jetzt kommt hier der Deckel drauf. Einmal so. Und dann wollen wir den Kollegen mal wieder auf die Feuerstelle packen. Und nach Adam Riese machen wir 7 auf den Dutch. Beziehungsweise genau andersrum. 14 auf den Ofen und 7 unter den Ofen.
14. 14. Und die restlichen 7. Alter Schwede, war das heiß. Das war heiß. Die lassen wir jetzt hier schön verteilt auf dem Deckel liegen. So, jetzt ist die ganze Mischpoke eine Stunde im Dutch Ofen. Und jetzt wollen wir mal nachgucken, wie das aussieht. Ich vermute ja schon fast, dass es fast fertig ist, aber wir gucken mal. Also riechen tut es schon lecker. Blubbern tut es auch. Ich mache hier mal den Knochentest. Aber es kann durchaus... Kann es noch. So, jetzt sind 2 Stunden rum. Ich habe vorhin natürlich schon mal nachgeschaut, was da los ist in dem Knochentopf. Aber wir gucken jetzt noch mal nach, was aus 2 Stunden geworden ist. Also riechen tut schon total genial. Ich denke mal, schmecken wird es auch total genial. Das werden wir gleich testen. Also es ist schon sehr leckerig. Ich würde mal sagen, gleich auf dem Teller geht das ab.